Wagen steigt. Die Sonne schwelt wie ein Feuer in der Skyline. Die Polizeisirenen schreien in der Stadt. Der Fluss liegt tot in seinem Bett. Die Spannung steigt. Der Förster weint. Dem Mann ist nichts mehr geblieben, außer Steinen. Die nackten Berge schicken donnernde Lawinen und die Wolken schicken Gift. Der Förster weint. Wo bleibt die Musik? Wo bleibt die Musik? Warum schweigen die Geigen? Wo bleibt die Musik? 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 Warum schweigen die Geigen? Wo bleibt die Musik? Wo bleibt die Musik? Wo bleibt die Musik? Die Wüste stirbt. Am Himmel kreisen die Killer, Satelliten. Und für die Schlusseinstellung fasten schon Milliarden von Statisten auf der Welt. Die Wüste stirbt. Da kommt der Kanzler, er ist so ehrlich betroffen wie kein Zweiter. Und seine Hand ist fest und offen und die Kammgarn-Rüstung schimmert dunkelblau. Da kommt der Kanzler. Wo bleibt die Musik? Wo bleibt die Musik? Warum schweigen die Geigen? Wo bleibt die Musik? 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 Warum schweigen die Geigen? Wo bleibt die Musik? Wo bleibt die Musik? Wo bleibt die Musik? Es steht schlecht um Ogadesch, meine Damen und Herren. Die Dürre hält an, die Sonne glüht vom Himmel, die Hungersnot greift immer weiter um sich, der Tod hält reiche Ernte. Reiche Ernte tragen zwar auch die riesigen Schnittblumenpflanzungen in Ogadesch. Seit dem weltweiten Schnittblumenpreisverfall aber Ende der 70er Jahre bringt der Export nicht mehr genug ein, um neben den Zinszahlungen an die Gläubigerbanken auch noch den Ankauf von Grundnahrungsmitteln zu ermöglichen. Zumal überdies die Politik Amerikas die Zinsen in astronomische Höhen getrieben hat. Man muss den Banken immerhin zugutehalten, dass die anachronistischen Hirsefelder der Ogadeschis überhaupt erst mithilfe der großzügigen Kredite in Schnittblumenpflanzungen umgewandelt werden konnten. Wer weiß, wie es um die Menschen dort sonst bestellt wäre. Dankeschön, 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 Dankeschön. Hallo, liebe Freunde, seid mir ganz, 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 ganz herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich finde es ungeheuerlich, ich finde es ganz toll, dass so viele hier heute den Weg zu uns gefunden haben, um spontan mitzumachen, zu helfen und dabei zu sein. Wir alle haben ja diese grausamen Fernsehbilder gesehen. Und viele von uns haben sicherlich auch das Faltblatt mit dem sterbenden Kind aus dem Stern herausgeschnitten. Denn so viel hautnahes Elend lässt nun einmal niemanden kalt. Zumal man sich als Bürger einer Industrienation verantwortlich fühlen muss für das, was da geschieht. Denn schließlich kaufen wir in der dritten Welt nicht nur Schnittblumen zu Spottpreisen, sondern auch alles andere. Wir sind also zum Spenden verpflichtet. Und deswegen bin ich so froh, dass so viele auch daheim jetzt hier heute mittun wollen. Schön! Was können wir also tun? Ich will Ihnen kurz unser Hilfsprogramm umreißen. Wie Sie wissen, haben wir im ganzen Lande private Spendenaktionen angeregt, über die wir im Laufe des Abends noch einiges hören werden. Und zwar durch unser Spendenaktionstelefon. Noch viel wichtiger, liebe Freunde, sind natürlich die vielen privaten Initiativen der Bundesvereinigung der Geldinstitute, der BVG, in Verbindung oder hier vielleicht besser gesagt in Cooperation mit der NBI, der Northern Banking International. Und zwar gibt es da
Künstler für Ogadesch, Sportler für Ogadesch und Politiker für Ogadesch. Und das heißt nichts anderes als singen, springen und Reden halten für Ogadesch. Ganz neu angelaufen, liebe Freunde, ist heute übrigens die BVG-Großaktion Ein Päckchen für Ogadesch, für die ich Ihre alle Mitwirkung erbitten möchte. Wenn alles klappt, wird übrigens sogar der Kanzler das Wort heute Abend an Sie richten, und zwar live, nicht etwa über Video, denn ich meine, gerade die dritte Welt hat ihr Recht auf frischen Kohl. Ja, das war ein kleiner Scherz, aber danke schön, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön. Nun hören Sie endlich mal damit auf, mich ständig mit Altbundeskanzler anzureden, Herr Dr. Kohl. Ich habe Ihnen das schon 100-mal gesagt, aber Sie hören offenkundig überhaupt nicht zu. Eine ebenso große Kunst wie das Sprechen ist nun mal die Kunst des Zuhörens. Ich mühe mich nun wirklich seit Wochen mit Ihnen ab, um Sie für diesen Auftritt heute Abend hier zu präparieren, weil die Auftraggeber möchten, dass die Leute ein ganz neues Kohlgefühl bekommen. Aber wir sind kaum ein Stück vorangekommen. Was ich Ihnen beibringen möchte, ist die Variabilität der Sprache. Sprache ist wie Musikalität. Piano, Forte, Staccato, Moderato, Ritardando oder Fermaten. Falls Sie wissen, was das ist. Das alles ist von elementarer Wichtigkeit, um über die Rampe zu kommen. Ein Politiker muss ein Schauspieler sein, da führt kein Weg dran vorbei. Der unglaubliche Erfolg Ronald Reagans in Amerika, der kam ja nicht von ungefähr. Friedrich Nietzsche hat einmal sehr zutreffend, wie ich finde, geschrieben: Ehret mir die Schauspieler und suchet mir die Besten, ja nicht auf der Bühne. Und kann ich mal telefonieren bei Ihnen, ja? Ja, bitteschön. Ah, da steht's ja, danke sehr. Schrecklich, sage ich Ihnen, wir Werbeleute sind ständig am Telefonieren. Sie können mir übrigens einen Cognac hingeben, ja? Ja. Am besten gleich einen Doppelten. Ich habe nämlich was zu feiern. Danke sehr. Karin, grüß dich. Na, wie geht's dir? Na, prächtig. Du, hör mal, Karin, hast du Lust, mit mir essen zu gehen? So, Jacques, ich habe nämlich was zu... Aber doch nicht ausgerechnet heute, sag mal. Wieso willst denn du unbedingt? Ich meine, du bist doch nicht dick, du brauchst ja nicht zu fasten. Echt nicht? Finde ich aber schade, du. Ich habe nämlich was zu feiern. Ja, das möchtest du wohl wissen, was? Na, dann pass mal gut auf, du. Heute ist die größte Kampagne meines Lebens angelaufen. Und weißt du auch, was für eine? Na, da halte ich mal gut fest. Ogadesch. Doch, was dachtest du denn? Natürlich, das ist eine Kampagne, die ganze Sache von vorne bis hinten. Benefizgala, Spendenaufrufe, Päckchenaktion. Na klar, Päckchenaktion. Was ich mir dabei gedacht habe, du? Ganz einfach, denk doch mal zurück ein paar Jährchen. Nein, 1981. Als die Amerikaner gegen die Polen Sanktionen verhängt haben. Weißt du noch, was damals drüben in Paris los gewesen ist? Na du, die haben tagelang demonstriert, da waren tagelang totale Unruhen. Und weißt du, was bei uns los war? Na, schwer zu erraten. 2 Millionen Päckchen haben sie geschickt. Na, das siehst du mal, so einfach ist das. Wer Päckchen schickt, der demonstriert nicht. Nein, das ist alles mein Konzept. Du, das ist der größte Auftrag für Patterson McCoy seit Persil. Und ich habe ihn an Land gezogen. Ich muss bloß aufpassen, dass sie mir die dritte Welt nicht so breit treten, verstehst du? Naja, bloß nicht zu breit treten, sonst sind die Leute plötzlich übersättigt und die ganze schöne Betroffenheit ist im Arsch. So wie das zum Beispiel nach dem Krieg mit dem Schuldbewusstsein der Deutschen war. Breit getreten und weg. Da können die Altnazis dem Niemöller noch dankbar sein. Oder Hiroshima, breit getreten und vergessen in Japan zuallererst. Klaro, Tschernobyl genauso, breit getreten und vom Tisch gefegt. Logo, sag ich doch immer, für jede Kampagne ist die exakte Dosierung oberstes Gebot. Apropos Dosierung, sag mal, weißt du, wen ich als Schirmherrn verpflichtet habe? Nö, Helmut. Kohl, na, ist das ein Hammer? Du, der Mann wird sogar eine ganz große Rede halten, sag ich dir, der wird. Wie bitte? Ja, das haben mir schon mehr Leute gesagt. Aber keine Angst, da habe ich natürlich schon vorgesorgt. Na, wie schon? Ich habe ihm Sprechlehrer engagiert. Auch kein kleiner Fisch übrigens. Naja, er hat sich erst etwas geziert, aber dann bei dem Honorar. Helmut Schmidt. Ja.
Man muss halt wissen, wie man mit den Leuten umzugehen hat. Du, wenn du mitkommst zu Jacques, dann erzähle ich dir mal ganz genau, so in allen Einzelheiten, wie ich das... Och, Karin. Aber das kannst du mir doch nicht antun. Du, ich schwör's dir, du bist nicht dick. Du bist sogar... Ja. Na gut. Nein, ist es schon gut, Karin. Nein, wie kommst du denn darauf? Ich bin doch nicht böse. Nein! Du ganz bestimmt nicht. Tschüss, Karin! Ach, da läutet auch schon zum ersten Mal unser Aktionstelefon. Da bin ich aber mal ganz doll gespannt, wen wir da an der Leitung haben. Ja, bitte? Oh, Herr Dr. Manfred Könlechner, das ist mir aber eine große Ehre, dass Sie anrufen. Herr Könlechner, was haben Sie denn für eine Aktion? Ah, Sie wollen selbst eine größere Spende, das ist ja wunderbar. Und zwar, also, ja, meinen Sie, Herr Dr. Manfred Könlechner, dass den Menschen in Ogadesch mit Büchern... Ach, so ist das. Das ist was ganz anderes. Ich erkläre das kurz unserem Publikum. Liebe Freunde, Herr Dr. Manfred Könlechner möchte selbst eine größere Büchersendung nach Ogadesch schicken. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was soll das Ganze, hier ist die Antwort. Es handelt sich dabei um Dr. Manfred Könlechners neuestes Werk, 1000 Tipps zum Fastenbrechen. 1000 Tipps zum Fastenbrechen. Ja, dann hören Sie das, Könlechner. Lieber Manni, hören Sie das. Das ist Ihr Applaus. 1000 Tipps zum Fastenbrechen von Dr. Manfred Könlechner. Jetzt bedanken wir uns, Herr Dr. Manfred Könlechner, und sagen auf Wiederhören, Herr Dr. Manfred Könlechner. Dankeschön. So, Herrschaften, jetzt, ja, Dankeschön. Er kann es nicht mehr hören, leider. Denn es wird jetzt Zeit für unser Benefits-Ratespiel. Ein Spiel, bei dem unserem, Ihrem Kandidat ein großer, großer Preis winkt. Und das natürlich in Form einer Spende. Ich erkläre Ihnen das Spiel einmal kurz. Wir haben hier einen hübschen Einkaufskorb aus Ogadesch. Trotzdem aber sehr stabil. Ich habe es selbst ausprobiert. Und für jede Frage, die Ihr Kandidat richtig beantwortet, wandert in diesen Korb ein 5-Kornbrötchen. Und das sind dann immer natürlich 1000 Mark für die Hungernden. Sie sehen, da kann schon ein ganz schönes Sümmchen zusammenkommen. Damit kann man schon so manches Leben retten. Und damit, liebe Freunde, sind wir auch schon gleich bei unserem, bei Ihrem Kandidaten, Herrn Gerhard Mops. Ich begrüße Herrn Mops. Herr Mops. Wunderbar. Herr Mops, Ihr Applaus. Herr Mops. So. Mein lieber Herr Mops, wir wollen keine Zeit verlieren. Sie wissen, Eile tut Not. Alle 2 Sekunden stirbt auf dieser Welt ein Kind an Unterernährung. Deswegen gleich unsere erste Frage, unsere Bim-Bam-Wolle-Wolle-Quickie. Herr Mops, wo liegt die Schuld am Elend der dritten Welt? Wo liegt die Schuld am Elend der dritten Welt? Wo die Schuld liegt? Ja, ganz recht. Das ist die Frage, Herr Mops. Wo liegt die Schuld? Nun, Herr Mops, Eile tut Not, ja, Eile tut Not. Sie wissen, alle 2 Sekunden stirbt ein Kind. Hm? Nach meiner Uhr haben Sie jetzt bereits 28 Kinder gebraucht, Herr Mops. Also bei allen, vielleicht von uns vielleicht eine kleine Hilfestellung. Wir wollen ja fair sein, Herr Mops. Die Schuldigen sind nicht weit von hier. Ja, nicht weit von hier. Wollen Sie damit sagen, dass die hier vielleicht irgendwo alle in der Nähe? Ja, wunderbar, Herr Mops. Wir alle sind schuld am Elend in der dritten Welt. Das war natürlich die Antwort, Herr Mops. Und das sind auch gleich 1000 Mark, ein 5-Kornbrötchen für die Hungernden. Ganz wunderbar mitgemacht. Herr Mops, Herr Mops, so kommen wir gleich zu unserer zweiten Frage, unserem Papalapap, super, schnick, schnack, schnick, schnack. Herr Mops, was können wir tun gegen das Elend in der dritten Welt? Was können wir tun gegen das Elend in der dritten Welt? Was man tun kann, ja, spenden. Und schon wieder richtig, spenden. Applaus, wunderbar. Herr Mops, das war natürlich die Antwort, Herr Mops. Spenden war die richtige Antwort. Spenden mit der BVG, mit Hilfe der BVG, auf die Spendenkonten der BVG oder auf dem Wege der großartigen Päckchenaktion der BVG. Das gibt noch ein Brötchen, gibt noch 1000 Mark drauf. Und damit haben wir 2000 Mark für unsere hungernden Herr Mops. Möpschen, möchte ich beinahe sagen. So nah sind wir uns, glaube ich, gekommen. Herr Mops, Sie können es jetzt dabei belassen. Sie können aber weitermachen, Herr Mops.
Wie sieht es aus? Tja, ich glaube, ich mach weiter. Risiko, Herr Mops, Risiko. Risiko und Fitzliputz, hoppe, hoppe, Frage, Herr Mops. Wofür wurden letztes Jahr weltweit 50 Milliarden Mark ausgegeben? Wofür wurden letztes Jahr weltweit 50 Milliarden Mark ausgegeben? 50 Milliarden weltweit. 50 Milliarden weltweit, das ist die Frage, Herr Mops. Wofür wurden die ausgegeben? Ja, für Weltreisen? Nein! Oh nein, Herr Mops! Leider! Der Betrag war ja richtig, Herr Mops. 50 Milliarden wurden für Urlaubsreisen ausgegeben, aber doch nicht weltweit, sondern nur von uns Bundesdeutschen, Herr Mops. Leider, leider muss ich Ihnen ein Brötchen wieder aus dem Körbchen nehmen, Herr Mops. Naja, eins haben wir ja noch, Herr Mops. Sie können jetzt eine neue Frage bekommen. Können es auch mit der alten normal versuchen. Was wollen Sie machen? Hm? Na, also ich glaube, dann nehme ich die alte, die kenne ich schon. Gut, wunderbar. Wunderbar. Wofür wurden letztes Jahr weltweit 50 Milliarden Mark ausgegeben? 50 Milliarden? Ja, weltweit, Herr Mops. Weltweit? Mhm. Weltweit, oh, da muss ich passen. Aber Herr Mops, für Entwicklungshilfe wurde letztes Jahr weltweit 50 Milliarden Mark ausgegeben. Moment, ich glaube, da habe ich aber was in der Zeitung gelesen, da stand aber, glaube ich, was von 1000 Milliarden. Aber Herr Mops, das waren doch die Rüstungsausgaben. Und das waren auch nicht 1000 Milliarden, sondern 1800 Milliarden. Lockere 1,8 Billionchen, Herr Mops. Leider, leider, leider muss ich Ihnen noch das letzte Brötchen wieder wegnehmen. Damit ist leider überhaupt nichts übrig geblieben für die Hungernden. Aber Herr Mops, so ist das nun mal. Mal hat man Glück, mal hat man nichts im Topf. Herr Mops, warten Sie doch! Moment, Herr Mops, Sie haben doch wunderbar mitgemacht. Ein Applaus ist doch für Sie immer drin, Herr Mops. Sehen Sie! Wir waren stehen geblieben bei der Unabdingbarkeit schauspielerischen Handwerks für den Politiker. Aber das Wichtigste an einer Rede ist die Substanz bzw. die Konzeptionskraft. Hinzu kommt die Einfachheit, die Digestibilität einer Rede. Der Redner muss digestible sein. Die Einfachheit, die Plausibilität seiner Bilder, das alles gewinnt allergrößte Bedeutung. Es ist dies für das Abliefern oder wie die Amerikaner sagen, the delivery, das Rüberbringen einer Rede, mindestens ebenso wichtig wie die schauspielerische Fähigkeit. Wenn Sie im Ausland Reden halten, Herr Dr. Kohl, dann frage ich mich manchmal, wie werden die Dolmetscher mit Ihnen fertig? Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind über mein plötzliches Auftauchen hier nicht gar zu sehr erstaunt. Sie werden natürlich fragen, was ist jetzt das? Führt jetzt auf einmal der Harry Valerian durchs Programm? Ganz so ist es natürlich nicht. Es ist gewissermaßen nur ein lieber Gast, den ich als Sportfachmann Ihnen vorstellen möchte. Der Kindkaiser mit dem Lächeln eines Jungen, dem Charme eines Prinzen und dem Blick eines Killers. Da schrieb die Londoner Zeitung Daily Mail über diesen jungen deutschen Weltstar, der nicht nur ein fantastischer Sportler, inzwischen immer doch noch auf den vorderen Plätzen der Geldrangliste, sondern auch ein fantastischer Mensch ist. Er ist trotz seines enormen Erfolges immer noch offenherzig und ungekünstelt und, was das Allerwichtigste ist, er ist hilfsbereit obendrein. Ich begrüße den ehemaligen Sonderbotschafter des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen, der UNICEF, der es nun auf eigene Faust fortsetzen möchte, den bedürftigen Kindern dieser Welt zu helfen. Deswegen ist er heute Abend hier. Boris Becker. Ja. Boris. Boris, ich freue mich natürlich ebenso sehr wie unsere Zuschauer, dass du überhaupt kommen konntest. Es freut mich ehrlich gesagt auch, Herr Valerian. Das finde ich ungeheuer, Boris. Ich finde das wirklich ungeheuer, meine Damen und Herren, was der Boris da gerade eben gesagt hat. Er freut sich, hier zu sein, das muss man sich ja mal vorstellen. Jetzt gleich mal eine Frage vorweg, Boris. Du stehst da, wie wir alle wissen, nach wie vor auf der schwarzen Liste der Vereinten Nationen, weil du dich geweigert hast, dieses vorgedruckte Formular
noch einmal, also die Weigerung, noch einmal in Südafrika aufzutreten, hast du nicht unterschrieben. Warum hast du das nicht gemacht? Ich meine, die Wiener Sängerknaben haben es doch auch gemacht. Aber Leon, ich glaube, ich bin kein Wiener Sängerknabe. Ich bin 20 und fühle mich sogar manchmal schon wie 40. Das finde ich ungeheuer, Boris. Was glaubst du eigentlich, woher das kommt? Ja, ich glaube einfach, Tennisjahre zählen wie Hundejahre. Könnte es sein, dass es der Steffi Graf da vielleicht so ganz ähnlich geht? Nein, das glaube ich nicht. Aber Lehrerin, die Steffi spielt Damentennis, ich spiele Tennis. Nun, apropos Tennis, Boris, was ist denn das für ein interessanter Schriftzug da auf deinem Hemd? Ja, das hat man mir schon öfters vorgeworfen, dass ich das mache. Also Werbung für die Deutsche Bank und so weiter. Aber ich finde, mit etwas Fairness muss eigentlich jeder zugeben, dass er sein Geld selber auch gerne von der Bank holt. Und außerdem hat es sicherlich jeder gern, wenn aus Leistung Erholung wird. Noch eine allerletzte Frage. Vielleicht bin ich richtig informiert, Boris, dass dein Manager im Augenblick mit einer Firma in Verhandlungen steht für einen Werbevertrag mit dir, und zwar einer Firma, die im Rahmen der AIDS-Aufklärung in Zusammenarbeit mit Rita Süssmuth Kondome herstellen möchte, die mit dem Wörtchen AIDS sogar beschriftet sind. Ja, Herr Wallien, aber wenn man sie dann benutzt, dann wird aus dem Wörtchen AIDS dann Adidas draus. Boris, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich allmählich zum Schluss finden, aber ich möchte überhaupt nicht das Wort hier in irgendeiner Weise abwürgen. Du sollst natürlich wie immer auch in dieser Sendung das letzte Wort haben, also wenn du magst, kannst zum Abschied noch was sagen. Ja, ich müsste eigentlich nur noch sagen, ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle. Um einen Satz zur größtmöglichen Wirkung zu verhelfen, kann es ratsam sein, ihn zunächst einmal in seine Einzelteile zu zerlegen, ihn zu zergliedern. Nehmen wir nur mal hier diesen einfachen Satz hier, gerade aus der Zeitung. Jedes Jahr sterben 10 bis 15 Millionen Kinder an Hunger. Den kann man nicht einfach so runtersagen. Da muss man Akzente setzen, ein Gefühl für Pausen haben. Jedes Jahr sterben 10 bis 15 Millionen Kinder an Hunger. Kinder, das muss für sich stehen, das ist das Substantiv in diesem Satz. Sterben, das ist das Verb, die Tätigkeit. Die muss herausgehoben werden. 10 bis 15 Millionen, das ist ungeheuer viel. 10 bis 15 Millionen, zwischen 10 und 15 Millionen besteht eine Differenz von 5 Millionen. Diese 5 Millionen, mehr als Ost- und West-Berlin zusammen, die müssen Sie reinlegen in das kleine Wörtchen Biss. Nur so bekommt dieser Hungersatz den richtigen, nötigen Biss. Wenn Ihnen dabei jedoch in der Mimik auch nur der geringfügigste Anflug eines Grinsens unterläuft, dann machen Sie alles wieder kaputt. Entschuldigung. Ich will bleiben hier nur kurz im Moment. Sie wollen mir schlagen. Sie wollen sowas. Man hätte es, glaube ich, tätowiert. Sie wollen mir vergessen, Sie haben gesagt oder vergessen, ich weiß nicht. Sie wollen wieder aufmachen, Bergen, Belzen, Sie haben gerufen. Warum? Warum Sie sind so zu mir? Ich bin anerkannt mit der Asylbewerbung. No Salombrella, Sie haben getroffen. Kaputt. Macht nichts. Entschuldigung, ich bin Sindayo. Sindayo Magollen aus Ogadez, Afrika. Streit hat angefangen auf Straße, vor Disco. Einer hat gerufen, du Schwarz! Ich weiß, ich habe geantwortet. Wir hatten nicht gelacht,
Ich glaube, er hat nicht verstanden, dass Humor für ihn zu schwarz. Da hat er mir gerufen. Du Hund! Wieso? Wieso Hund? Wieso Hund? In Deutschland ist Zimpferwort. Also was dann ist. So Hund sind deutsche Filme auch freundlich. Alte Mensch in Deutschland, alte Mensch hier, okay. Brauchen Hund. Wenn alte Mensch gestorben, dann Hund bellt und Nachbar gucke vielleicht oder hole Polizei. In mein Heimat, Ogadez, Afrika. Alt Mensch nicht allein. Ah, na, gibt auch nicht Altersheim oder sowas. Wer weiß? Vielleicht deutsche Entwicklungsexperten bekommen eine Idee und wollen bauen Altersheim auch bei uns. Hauptsache Arbeitsplatz für deutsche Bauwirtschaft. Alte Mensch in Deutschland, alte Mensch hier, ich habe beobachtet. Alles. Alte Mensch hier, wie Asylant. Viele Angst sie haben, sie werden abgeschoben. Alte Menschen in die Altersheim, Asylanten in die Sammellager oder Containerkasten oder noch viel lieber ausweisen. Alles, wenn einer kommen würde, politisch verfolgt, aus Palästina, wäre Jesus Christus persönlich. CDU, christliche Partei, CDU, ihn würde am liebsten zurücksickern. Letzte Woche ist gekommen in meine Zimmer, Polizei. Fallkontrolle hat mir gefragt, können Sie sich ausweisen? Tabada! Können Sie sich ausweisen? Selber kann ich das nicht. Einmal an die Anfang, ich bin gewesen erst 2 Wochen hier in Bundesrepublik. Jetzt ist Vincent hier 2,5 Jahre, ganz in die Anfang. Ich habe auf die Straße ganz komische Sachen erlebt. Ich habe gestanden vor einem großen Gebäude mit viel Marmor und Säule. Dunkelrot Marmor, glänzend sein. Habe gedacht, ist Kirche. Dann habe ich gemerkt, es war Kommerzbank. Ich habe mir gefragt, als ich bin gewesen drin in Bank, warum man draußen in die Schaukasten in Plakat in Großbuchstaben gestanden, Gott ist Liebe. Warum das in Bank? Dann ist weggegangen zurück, habe richtig gelesen, habe viele gemerkt, hat gestanden, Gold ist Liebe, nicht Gott. Oder Gold und Gott in Deutschland dasselbe, ich weiß nicht. Commerzbank ist Gläubiger. Meine Land ist Schuldner. Dritte Welt hat Schuldenberg. Deutschland hat Stoltenberg. Und Butterberg. Und Butterberg. Stoltenberg macht immer Haare ganz glatt mit Schleswig-Holstein Butter. Also, Leute, ihr könnt euch überhaupt gar nicht vorstellen, was dort hinter den Kulissen los ist. Wir werden von einer Lawine der Menschlichkeit, von einer Flutwelle der Hilfsbereitschaft geradezu überrollt. Dauernd kommen neue Päckchen, Pakete, Briefe, Telegramme. Das Telefon steht überhaupt keine Sekunde still. Für Sie geht es natürlich weiter mit unserem Benefits-Programm. Und ich darf Ihnen einen Star vorstellen, den man schon lange nicht mehr vorstellen braucht. Meine Damen und Herren, Peter Alexander! Da bin ich. Ich kann es noch gar nicht so recht fassen, dass ich heute Abend wieder bei Ihnen sein darf. Ja, ich finde, es wird überhaupt endlich einmal Zeit, Ihnen ohne Umschweife und ganz freimütig zu gestehen, dass Sie mir unendlich sympathisch sind. Sehen Sie, meine Freunde, Ihr Beifall ist ja das Einzige auf der Welt, aus dem ich immer die Kraft schöpfe, um die schwere Last meiner Gagen auf die hohe Kante zu legen. Aber diese Sendung... Aber diese Sendung heute Abend ist ja eine reine Wohltätigkeitsshow, eine Benefizgala, eine Hungergala. Ja, das finde ich einfach großartig, denn alle die Mitwirkenden haben sich ganz spontan bereit erklärt und verzichten zugunsten der dritten Welt auf jeden Geschmack. Und deswegen möchte ich Ihnen nun ein kleines Liederl vorsingen. Es handelt von einer Bevölkerungsgruppe, der mein ganzes Berufsleben
im Grunde meines Herzens von Anfang an einzig und allein gehört hat. Es sind, wie Sie sich denken können, die armen, armen Menschen dieser Welt. Sind so hilflos und verstört, sie machen ständig was verkehrt, sind verlassen, wenn sich keiner um sie kümmert. Sie sind so leicht zu hintergehen, sie glauben alles, was sie sehen, wenn es nur bunt und amüsant ist und schön flimmert. Weil es mich für diese armen, armen Menschen schier zerreißt, drum sing ich für die Einfachen im Geist. Viva, viva la Holleri, joche, wim wam die Liebe tut so weh. Anim und olle, Zucker im Kaffee, dance night away. Sind absolut für diese schlechte Welt so gut. Ihre Herzen sind wie kleine weiße Blumen. Sie sind so wunderbar naiv, unendlich kindlich vom Begriff. Und deshalb sind sie leider immer zu die Dummen. Schon Jesus Christus sagte meist bei ihrem Anblick, wie es heißt, selig sind die Einfachen im Geist. Viva, viva la Holleri, joche, wim wam die Liebe tut so weh. Anim und olle, Zucker im Kaffee. Verspottet und belügt, wer sie beleidigt und betrügt, bekommt mit Sicherheit dafür auch noch Applaus. Und geht ihr Lebensraum kaputt, verlieren sie trotzdem nicht den Mut, weil jeder weiß, die Dummen sterben niemals aus. Wenn auch der obergescheite Intellektuelle auf sie scheißt, ich singe für die Einfachen im Geist. Viva, viva la Holleri, joche, wenn man die Liebe tut so weh. Anem und alle, Zucker im Kaffee, dance night away. Haben Sie das eigentlich mitbekommen, die Sache mit meiner Kampagne? Ah, das war ein dicker Fisch, sage ich Ihnen. Der war schwer zu fangen, ein scheues und gerissenes Biest. Vor allem gerissen. Ach, diese Bankiers. Na, Sie wissen doch, was Sie mit den Ogadeschis gemacht haben. Wissen Sie nicht? Na, dann passen Sie mal auf. Ich erkläre es Ihnen. Stellen Sie sich mal vor, ich bin die Bank und Sie sind Ogadesh, klar? Jetzt kommt auf einmal so ein Ölscheich daher und deponiert bei mir seine sämtlichen Ölgewinne, lauter fette Petrodollars. Ja, das ist natürlich wunderbar, nur der Mann will leider Zinsen dafür. Und ich muss natürlich auch was verdienen, also muss das Geld arbeiten. Naja, es muss arbeiten, sonst vermehrt sich's ja nicht. Blicken wir mal zurück.
Wir schreiben das Jahr 1972. Tja, das wachstumsmäßig nichts los im Norden. Und wo ist mit Wachstum zu rechnen? Im Süden, in der dritten Welt, in der dritten Welt. Das sind jetzt Sie, mein Lieber. So, und nun passen wir mal auf. Ja, ja, diese Petrodollars, die leihe ich dir, wenn du willst. Dafür kannst du zum Beispiel eine Cognac-Fabrik kaufen. Den Cognac, den exportierst du dann für bare Münze und brauchst nie wieder diesen ekligen Hirsebrei zu essen. Stattdessen kannst du lauter schmackhafte Sachen kaufen. Wieder weiße Massa, Fernseher, Industrie, Moment mal hier. So schnell geht's natürlich nicht. Du musst natürlich immer fleißig Cognac exportieren und Devisen erwirtschaften, damit du mir die Knete auch bald mal wiedergeben kannst. Halt noch was, Zinsen. Ja, Zinsen, das ist überhaupt das Allerwichtigste. Selbstverständlich musst du immer pünktlich tüchtig Zinsen zahlen. Versprochen? Also gut, bitte sehr. Ein Cognac bitte. Erstmal austrinken. Na? Worauf wartest du? Zinsen, Zinsen! Brav. Und jetzt noch ein Cognacchen. Oh nein, du! Das reicht leider nicht ganz. Die Zinsen, die sind inzwischen stark gestiegen. Schwer mal Dampf und noch ein Cognac. Kluger Junge, du lernst schnell. Nur durch. Ich fürchte, das reicht leider wieder nicht ganz. Soeben ist nämlich der Cognac-Preis zufällig auf die Hälfte gefallen. Muss also schon einen Doppelten drauf machen. Ach, du willst nicht mit dem Preis runtergehen. So einer bist du. Na schön, kein Problem für mich. Dann gib mir mein Geld wieder. Kupfer, finde ich rührend. Nicht mehr viel da, was? Ja, ich hab's dir gesagt, so eine Cognac-Fabrik ist teuer. Also, du musst jetzt ständig Nahrungsmittel importieren, weil du keine Hirsefelder mehr hast. Also, ist doch klar, mein Junge. Besser du schenkst ein. Na, endlich! So ist brav, mein Lieber! Dass der Cognac-Preis inzwischen auf ein Zehntel gefallen ist. Ah, verbindlichsten Dank! Natürlich sind inzwischen auch die Zinsen unerhört weiter gestiegen, dann die hohen Verzugszinsen. Tja, da kommt was zusammen. So werden Geschäfte gemacht, mein Lieber. Ich hab den Cognac und das Geld und du hast Schulden und Zahlungsverpflichtungen. Keine Sorge, ich bin doch kein Unmensch. Die Zinsen, die du mir schuldig bleibst, die leih ich dir. Also um 9 Zinssatz. Sagen wir 30%? Hier, dafür kann ich bis an mein Lebensende bei dir saufen, so viel ich will, und dabei zusehen, wie deine Schulden weiterwachsen. Na, du weißt doch, was ein Banker ist. Ein Banker ist jemand, der dir bei Sonnenschein seinen Schirm leiht und ihn in dem Augenblick wieder zurückhaben will, in dem zu regnen beginnt. Prost!
du Schwierigkeiten machst, du, dann rufe ich meinen Hund. Dir bald. Was gibt's denn da so lachen? Den Hund, den gibt. Der heißt IWF. IWF. Internationaler Währungsfonds. Das ist der gemeinsame Hund, verstehst du? Die gemeinsame Vertretung der Banken gegenüber den armen Schluckern, du Klampe. Der IWF, du, der ist schwieriger abzuschaffen als die Mittelstreckenwaffe. Und glaub bloß nicht, dass dieser Bello keine Zähne hat. Von wegen! Der frisst die Leute zu Tausenden, wenn's sein muss. Zum Beispiel nach der Baker-Methode. Baker-Methode! Die Schuldnerländer, die artig ihre Sozialausgaben kürzen und stattdessen pünktlich Zinsen zahlen, kriegen zur Belohnung einen kleinen Schuldennachlass. Mit anderen Worten, die kriegen Prämien. Na, Prämien! Faire Hungertoten! Die kann man sich nur so ausnehmen lassen. Was für ein blödes Spiel. Ist ja wie Monopoly. Monopoly mit Leichen. Oder? Die Lage der Dritten Welt im Allgemeinen und die von Ogadesch im Besonderen. Das alles ist ja auch von außenpolitischer Relevanz. Daher erste Frage gleich an Sie, Herr Genscher. Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, um eine Zuspitzung der Lage zu verhindern? Die Bundesregierung, Herr Luke, die bereits vor einigen Tagen ein Paket geschnürt hat, wird jetzt über ein ganzes Bündel weitere Maßnahmen zu beraten haben. Gewisse Anzeichen allerdings sprechen schon jetzt dafür, dass im fortschreitenden Prozess einer angestrebten Humanisierung des Hungers auch und gerade in den Dürregebieten eine zunehmend entspannte Atmosphäre durchaus ein gelösteres Klima zur Folge haben könnte. Und wenn ich an das bekannte Bibelwort denke, einer trage des anderen Last, dann gilt es natürlich auch für ein so eckiges Paket, wie es der Bundesaußenminister eben gerade erläutert hat. Denn es geht hier ja um die Unzuträglichkeit ganz konkreter Lebenslagen, von denen wir detailliert nur wissen können, wenn wir den Menschen näher sind. Wer anderen eine Kirche baut, geht selbst hinein. Das sagte... Das sagte jedenfalls mein Vater, der Prediger, immer, oder profaner ausgedrückt, in der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine. Denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste. Sie wissen, was ich meine. Eines Teils und andererseits und außerdem. Mit anderen Worten also noch immer Ihre Devise, versöhnen statt spalten, würden Sie sich dem anschließen können, Herr Strauß? Herr Luke, ich habe selten so viel Unsinn in einer Frage gehört, wie Sie sie eben gestellt haben. Wenn Sie jetzt imstande sind, mich das zu fragen, was ich Ihnen sagen werde. Dann suche ich mir einen anderen Stichwortgeber. Sie können froh sein, dass ich Sie hier überhaupt dulde. Ich möchte daran erinnern, dass die Strategie der liberal-sozialistischen Koalition, die ökonomisch-soziale Kluft zwischen nördlicher und südlicher Hemisphäre zu überwinden, 13 Jahre lang dem Versuch gleichgekommen ist, Schneebälle zu rösten. Mit Sprüchen, wie Sie sie uns bieten, Herr Strauß, können wir die Nord-Süd-Problematik nicht verringern. Man muss sich das doch mal vergegenwärtigen, dass auf der Erde 750 Millionen Menschen und bald werden es 1 Milliarde sein. Und dagegen nimmt sich mein trauriger Abgang als Parteivorsitzender so klein aus. Bald
Jetzt wird es eine Milliarde sein, die so unterernährt sind, dass sie vor Schwäche nicht mal richtig arbeiten können. Einer wie der Heiner Geißler würde da vielleicht sagen, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Aber dieser Meinung des Generalsekrets kann ich mich nun wirklich nicht anschließen. Das wäre ja noch mal schöner. Den Gefallen tue ich ihm nicht. Ja, danke sehr, Herr Brandt. Stichwort, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Was sagt der Bundesarbeitsminister dazu? Die Ängste, um das tägliche Brot zu schüren. Das macht er noch bei Blüm nicht mit. Auch wenn es in 50 Jahren soweit sein sollte, dass ein Beschäftigter einen Rentner ernähren muss. Die Renten sind sicher. Wir betreiben doch keine Rentenpolitik mit der Sterbetafel. Und damit es ein für alle Mal klar ist, wer wirklich nichts zu beißen hat, der kriegt auch in Zukunft die Zahnprothese umsonst. Nun, ich könnte es jetzt kurz machen und sagen, nihil habendi, nihil de est. Für diejenigen, die des Lateinischen nicht mächtig sind, wer nichts hat, dem fehlt nichts. Aber ich möchte doch noch einmal auf etwas hinweisen, was im Verlaufe dieser Diskussion völlig unterschlagen worden ist, nämlich die schlichte Tatsache, dass ich in der dritten Welt der mit Abstand populärste Deutsche bin. Und zwar nicht nur in meiner Eigenschaft als hochrangiger Handlungsreisender des industriell-militärischen Komplexes, sondern auch in meiner Eigenschaft als bayerischer Außenministerpräsident. Das ging jetzt nicht gegen Sie, Herr Genscher. Im Gegenteil, wenn es die Freien Demokraten nicht gäbe, müssten sie von der CSU geradezu erschaffen werden. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, im afrikanischen Togo halten mich viele für den deutschen Außenminister, wenn nicht gar Bundeskanzler. Ja, besten Dank für diese Schlusspointe, Herr Ministerpräsident. Dies, verehrte Zuschauer, war unsere Sondersendung von Journalisten zagen, Journalisten fragen, Politiker antworten nicht, beziehungsweise Journalisten fragen nicht, Politiker antworten. Ich bedanke mich, dass Sie zu diesem schwierigen, heiklen Thema so lange zu Hause an Ihren Bildschirmen ausgehalten haben und darf mich nun wieder aus dem Diktat der Volksvertretung zurückziehen. Ja. Doch dieses ergreifende, meines Wissens sogar preisgekrönte Foto, Herr Dr. Kohl, wo das Kind aus Äthiopien im Arm der Mutter verhungert. Das Kind verhungert der Mutter im Arm. Nehmen wir diesen Satz mal unter die Lupe. Ein eminent wichtiger Satz. Doch die Pausen müssen natürlich auch da beachtet werden. Und nicht dabei ins Publikum blinzeln. Ein dezenter Augenaufschlag an der richtigen Stelle genügt. Also, das Kind, Pause, verhungert, Pause. Und jetzt der Augenaufschlag. Der Mutter im Arm. Ich darf Ihnen jetzt eine ganz große Ehre, einen Gast vorstellen oder, ich muss sagen, eine Gästin. Eine Frau, die es immer wieder schafft, unser Gemüt zu erreichen, aber genauso auch unser Zwerchfell zu erschüttern. Eine Frau, über die Blackie Fuchsberger letztens noch sagte, die Grande Dame des deutschen Kabaretts. Ich mach's mir einfacher. Ich sage einfach, Prinzipessa, Altmeisterin, hier ist die Megäre des Düsseldorfer Komödiens, Lore Lorenz. Das Abendland hat wieder mal der Welt etwas zu geben. Es klimpert mit dem Opferstock. Die Armen sollen leben. Sie sollen für das teure Geld auf Knien sich bedanken und dürfen es dann retournieren als Zinsen an die Banken. So haben alle was davon. Die Bank hat den Profit, der kleine Spender hat die Schuld, der Rest hat Appetit. Der Kanzler schenkt der dritten Welt sein wohlbekanntes Grinsen. Der Holocaust ruft froh, hallo, wir ziehen in die Binsen. Mit guten Wünschen in den Tod, Entwicklungsländer, Marsch! Oh, mein geliebtes Abendland.
Blanche. Um Gottes Willen, in 2-3 Minuten müssen Sie raus, Herr Dr. Kohl, und haben wir ganz vergessen, noch mal Ihr Redemanuskript durchzugehen. Geben Sie mal schnell her. Ich will mal sehen, ob wir das noch ein bisschen verbessern können. Ah ja, hier gleich am Anfang. Sehen Sie, Kapitalismus mit menschlichem Gesicht. Ich würde sagen, das sagen wir lieber in der Terminologie der Weltökonomen. Capitalism with a human face. Capitalism with a human face. Ich schreibe es Ihnen mal schnell daneben. Capitalism with a human face. So, ich hoffe, Sie können das lesen. Ja? Die Schrift, meine ich. Na und hier, statt zusätzliche Kreditmittel der Banken, da sagen wir doch lieber mal Fresh Money. Ja? Fresh Money, das macht einen guten Eindruck. Fresh Money und dort, das darf natürlich nicht heißen Hilfe als Selbsthilfe, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Haben Sie verstanden? So, und nun raus mit Ihnen, Sie sind dran. Halt, Sie haben ja Ihre Krawatte vergessen. Die ist ja wohl bei der Versteigerung gelandet. Einer, gut, vielleicht gut so ohne Krawatte, dann fingern Sie auch nicht andauernd dran rum. Und jetzt, toi, toi, toi! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich halte es für eine blanke Selbstverständlichkeit, in Anbetracht des Welthungers hier nicht lange um den heißen Brei zu reden. In dieser ganz konkreten Notlage geht es einzig und allein darum, dass wir ein Land wie Ogadesch, das heimgesucht worden ist von einer Dürrekatastrophe, nicht im Regen stehen lassen. Und deswegen habe ich ohne Zögern die Schirmherrschaft übernommen. Was in dieser Stunde geschieht, das führt uns allen, denke ich, in eindrucksvoller Weise vor Augen, dass der Kapitalismus mit menschlichem Gesicht, oder wie die Weltökonomen sagen, the capitalism is a human phase keine Phrase ist. In diesen Tagen ging ein preisgekröntes Foto durch alle Zeitungen, das uns alle gemeinsam tief bewegt hat. Das Kind verhungert. Der Mutter im Arm. Hunger, und darauf habe ich vor Jahren bereits als Gastgeber des Weltwirtschaftsgipfels in Bonn vor den Großen der Welt in meiner Tischrede im Speisesaal von Schloss Falkenlust unmissverständlich hingewiesen, Hunger ist ein schreckliches Gefühl. Und ich sage das nicht zuletzt als einer, der ja hinlänglich dafür bekannt ist, dass sein Appetit zuweilen im umgekehrten Verhältnis zu seiner Vernunft steht. Vielleicht ist dazu mal an einem Abend wie diesem ein ganz persönliches Wort erlaubt, wie ich als junger Schulbub Schulspeisung aus einer Feldküche der US-Armee bekommen habe. Das wird in meiner Politik nach wie vor immer eine ganz große Rolle spielen. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Die US Air Force, und die Bundesluftwaffe in diesen Tagen gemeinsam mit Hilfsgütern auf dem Weg nach Ogadesch. Einen positiveren Zusammenhang zwischen Hunger und Rüstung kann es nicht geben. So gewinnen wir Freunde in der dritten Welt und stellen sicher, dass diese Länder auch weiterhin ihre Funktion als Absatzmärkte und Rohstofflieferanten erfüllen können. Hilfe als Selbsthilfe, das ist der Grundsatz, von dem wir uns leiten lassen. Ein Grundsatz übrigens, dem sich unser Entwicklungshilfeminister, na, wie heißt er noch gleich? Hans Klein selbstverständlich stets verpflichtet fühlt, gemäß seinem Amtseid den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren. In unserem Land, wo wir begünstigt sind durch, wenn ich das einmal so formulieren darf, die Gnade der Geburt am rechten Ort. In unserem Land muss Gottlob keiner hungern, auch wenn unverbesserliche Nörgler und Krakeler auch hierzulande offenbar nicht müde werden, das Schlagwort von einer angeblichen neuen Armut immer und immer wieder unaufhörlich im Munde zu führen. Ich muss Ihnen sagen, ich finde das gänzlich unerträglich.
Nie zuvor sind so viele Menschen in der Bundesrepublik Deutschland in den Genuss von Sozialhilfe gekommen wie heute. Auch die Arbeitslosen, davon bin ich zutiefst überzeugt, auch die Arbeitslosen werden allmählich zurückgehen nach Jugoslawien, nach Griechenland, in die Türkei und so weiter. Während meiner letzten Afrika-Reise hat mich vor allem die Lebensfreude der Menschen dort beeindruckt. Ich muss Ihnen sagen, ich fühlte mich zeitweise wie daheim auf dem Pfälzer Wurstmarkt. Trotz Hunger und Armut überall nur lachende Gesichter. Die Menschen schüttelten mir geradezu begeistert die Hände und die schwarzen Tänzerinnen schüttelten mit allem, was ihnen zur Verfügung stand. In Kenia, wo ich durch Umlegen eines Affenfellmantels zum Ehrenhäuptling ernannt worden bin und als, man kann sagen, Insignien meiner neuen Würde auch noch einen Herrscherstab und einen Holzschemel entgegennehmen durfte, in Kenia meinte der kenianische Staatschef Daniel Arap Moi, während ich so auf meinem Holzschemel saß, in einem sehr persönlichen, intensiv geführten Gespräch mit mir: Wir Deutsche, meinte er, verstünden unter Glück möglicherweise auch das Wohlgefühl, das sich einstellt, wenn man das Elend eines anderen betrachtet. Als ich dem ganz entschieden widersprochen habe, fragte er mich auf eine sehr direkte Art, wie das so, denke ich, Art von den Afrikanern und uns Pfälzern übrigens auch ist, fragte er mich nach meiner ganz persönlichen Definition von Glück. Nun, ich habe ihm damals auf diese geradezu philosophische Frage auf meinem Holzschemel sitzend eine Antwort gegeben, die, wenn ich es im Nachhinein bedenke, durchaus als Motto über dem heutigen Abend für Ogadesch stehen und die gleichzeitig eine Art tröstliches Wort an die Adresse der Dritten Welt insgesamt sein könnte. Ich habe ihm damals sehr spontan geantwortet: Herr Arap Moi, Glück, das ist für mich der Stuhl. Der Stuhl, der plötzlich dasteht, wenn man sich zwischen zwei andere sitzen wollte. Ich danke Ihnen. Schlammig-braunen Fluten strömt das Leben in den Ozean zurück. Der Donner rollt. Die Sonne sinkt und langsam senkt sich der Vorhang auf die Bühne. Und Gotthilf Fischer steht im letzten Licht ergriffen für das Requiem bereit. Die Sonne sinkt. Wo bleibt die Musik? Wo bleibt die Musik? Warum schweigen die Geigen? Wo bleibt die Musik? 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 Warum schweigen die Geigen?